Hallo liebe T4-Bastelbus-Gemeinde. Heute geht es um meine Heckbox und wie ich mir die hinten montiert habe, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes habe ich mir mal Platz geschaffen. Dann hatte ich das Problem, dass hier dieser Schließmechanismus war, dass die Box da immer zu hoch gestanden ist. Also die hing dann richtig so schräg drin und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aus diesem Grund habe ich einfach den Schließmechanismus gegen eine ganz normale Schraube austauscht. Also folgendes Problem haben wir bei dem Ständer. Die Kiste steht hier auf, also an dem Ding jetzt da voll zu hoch. Und ich bin jetzt überlegen, ob ich das nicht rausmache. Komplett die Verriegelung. Jetzt im Anschluss habe ich mir die Box nochmal hingehalten und habe festgestellt, ja, jetzt geht es schön vorbei. Allerdings habe ich jetzt nicht die gewünschte Auflage, die ich dazu brauche. Aber ich habe hier nur so Bosch Rexroth-Profile, 60x30. Und die habe ich jetzt einfach vorne und hinten angepasst. Da habe ich mir ein Loch durchgemacht, in das habe ich mir Quint eingeschnitten, damit es sauber aufliegt. Okay, leck die Box einfach mit langen Schrauben verschraubt und von unten mit selbstsichernden Muttern gekontert. Damit der Deckel natürlich aufbleibt, wenn ich was einladen möchte, habe ich mir da einen Dämpfer verbaut. Noch dazu, was ich natürlich haben wollte, das ist, dass ich noch ein zusätzliches Fahrrad transportieren kann. Also bleibt noch eine Fahrradschiene bleibt noch vorhanden. Denn ich spiele mit dem Gedanken, dass ich mir vielleicht ein E-Bike kaufe. Aber das steht mir in den Sternen. Aber ich hab's vor. Irgendwann. Das ist meine Lösung für meinen Heckträger.
Die Box kann ich jeder ohne weiteres wieder wegmachen, kann nur zusätzliche Fahrradschienen hinbauen. Insgesamt habe ich 4 Stück, also der Heckträger ist für 4 Fahrräder geeignet. Allerdings eine Maximalbelastung von, ich glaube, 40 oder 45 Kilo, was du mit 4 Fahrrädern, glaube ich, bestimmt drüber bist. Und wenn ich wirklich irgendwann einmal sage, ich hole mir ein E-Bike, dann werde ich wahrscheinlich da hinten gerade ein E-Bike unterbringen, weil die in der Regel auch zwischen 20 und 25 Kilo wiegen. In die Box sollen dann überwiegend Badesachen, Fahrradsachen, ja, Dinge, die wo man jetzt hat, ja, die einfach vielleicht einmal nass sind oder die wo du jetzt im Bus nicht so benötigst. Der ein oder andere, habe ich schon gesehen, der tut da hinten Lebensmittel rein. Gut, wenn man auf die Nacht gebratene Eier haben möchte oder dergleichen, kann man da hinten seine Eier bestimmt rein. Ich würde es jetzt mal nicht empfehlen, aber Sachen, die, wie gesagt, die man nicht so oft braucht, kann man da hinten schon reinschmeißen. Aber der eigentliche Grund für diese Heckbox, und das hat uns ja ganz am Anfang der Michi vom Kanal Bully Camper, also ich blende mal auch seinen Kanal oben ein, schaut mal vorbei, der hat mir da seinen Aufkleber hinten drauf gemacht. Und ich finde die Idee ziemlich geil, weil im Laufe der Zeit kommt bestimmt der ein oder andere Aufkleber zur Sticker treffen, wo man überall war, was man alles gesehen hat. Und ich möchte das auch auf meine Box kleben, weil, wie der Michi schon gesagt hat, wenn der Bus mal nimmer ist, die Kisten, die kannst du immer noch behalten. Und genau das möchte ich jetzt halt machen. Und da hat mir schon der eine oder andere von euch, hat mir da schon was zugeschickt. Zum Beispiel der Manu von der Schalldose. Also hier nochmal vielen Dank für deinen Sticker. Und auch der Jan von Olive Tree. Auch hier, danke Jan für den Sticker. Und ja, die kommen da jetzt auch drauf. Und natürlich war ich auch schon auf einem Treffen, allerdings muss ich gestehen, damals nur ohne Bus, aber ich fand das ein richtig schönes, kleines Treffen. Und zwar war ich genau da am Murner See. Eine schöne, kleine, gemütliche, familiäre Gesellschaft, muss ich sagen, ein kleines Treffen. Aber es hat mir echt Spaß gemacht, es hat mir echt gefallen, in angenehmster Begleitung. Und wie gesagt, mein erstes Treffen kommt natürlich auch auf die Kiste. Das war's wieder von meiner Seite heute. Wie gesagt, heute ein bisschen ein kürzeres Video und naja, sonnigstes Wetter, genießen wir das einmal. Wenn noch jemand Sticker hat von euch, der mir gerne schicken möchte, hä? Her damit, ich habe auch noch ein paar, also ich tausche da gern mit euch. Es ist ja jetzt noch genügend Platz auf der Box. Und ansonsten, ja, ihr kennt es ja. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, ein Like, einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann demnächst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen sonnigen Tag und macht es gut, gute Fahrt und Servus!